Hallo zusammen, hallo Freunde. Ich bin froh, dass ich wieder da bin. Mein Umzug ist jetzt soweit fertig. Der Umzug war das kleinste Problem. Erstmal vorher renovieren den Monat und jetzt noch circa einen Monat, um alles wieder einzurichten, wie es sein soll. Ich freue mich, dass ich wieder da bin. Ich habe jetzt 2 Monate keine Bilder gemacht, ihr wisst ja. Und ich hoffe, es wird wieder. Ich habe hier etwas kleineren Raum, eigentlich die Hälfte, musste ziemlich reduzieren, aber ich denke mal, ich kriege alles hin, so dass ich weitermachen kann und ich finde meinen Ständer immer noch nicht für die Kamera, darum jetzt heute erstmal ein Video vom Handy, aber Hauptsache es geht wieder weiter und habe auch schon ein Bild gemacht zur Übung. Wollt was testen, ist wieder nichts geworden, das zeige ich euch auch nicht. Okay, was ich machen möchte, ganz normal schwarz mit Gold und Kupfer, weil ich habe jetzt so eine Tapete in meiner neuen Wohnung, die ist schwarz-gold und da, also extrem, aber gefällt mir ganz gut und da möchte ich ein Bild machen und bevor ich ein großes Bild jetzt mache, will ich das mit dem kleinen Bild mal testen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und dann lasst uns starten. Freue mich. Also, bis dann und ich hoffe, ihr seid mir auch weiterhin treu. Noch ganz wichtig. Sorry nochmal, dass ich jetzt weg war, aber ging nicht anders. Dann lasst uns starten. So. Noch die Luftbläschen ausmachen. Also wie gesagt, schwarz, Kupfer und dieses Danko Gold von Amsterdam. Mache jetzt natürlich 2 Tropfen in Gold und Kupfer rein vom Silikon 300. Ja, kennt ihr ja. Etwas umrühren. Ich hoffe, ich bin auch gut im Bild, weil wie gesagt, jetzt mit dem Handy ist nicht so optimal. Kleines Bild, 30 auf 24 cm und das Schwarz auch von Amsterdam. Ich weiß es gar nicht, schwarz, das war dieses Murray Black, also 701 deckend, falls euch interessiert. Ich möchte jetzt einfach das Bild schwarz machen, möchte dann wie so Tropfen drauf machen im Prinzip und die dann runterlaufen lassen, wahrscheinlich dann auch noch etwas ziehen mit dem Stäbchen. Mal schauen, was das für einen Effekt dann gibt. Okay, fangen wir einfach mit Schwarz mal an. Muss auch noch schauen, ob die Konsistenz stimmt. Hier ist alles wieder etwas kälter. Daher muss ich erst ein bisschen reinkommen, also ich weiß nicht, ob man das andere Bild sieht im Hintergrund. Ich hoffe nicht. War nicht so der Burner. Okay. Lass es erstmal wieder ein bisschen alles zulaufen. Wie gesagt, nicht so ganz so wichtig, aber es geht um den Test wieder. Ob es so funktioniert, wie ich möchte. So, deswegen nicht so wichtig, ob die Kanten zu sind, aber soll ja trotzdem ein schönes Bild geben. Alles schwarz, alles gut. Ich denke einfach mal, dass ich das große Bild dann auch vorstreiche mit Schwarz, dass wir wirklich auch einen schwarzen Rand haben. So, mal die Luftbläschen alle rausmachen. Nochmal umrühren. So. Kupfer einfach ein bisschen zum Kontrast. Jetzt mache ich nämlich hier nur so einen Punkt drauf.
Hier genauso. Jetzt Kupfer. Jetzt versuche ich vielleicht auch noch in das Gold noch etwas Kupfer reinzubringen. Ups, etwas viel. Das müsst ihr euch jetzt mal vorstellen in, ich glaube, 1,20 Meter auf 80. Entschuldigung, auf 40, glaube ich. Ist ein schmales Bild. Okay, so. Jetzt erstmal schauen, wie es reagiert, wenn ich es etwas runterlaufen lasse. Ganz normal bleibt es natürlich rund, ist klar. So, und jetzt ziehe ich nämlich hier mal. Schon mal etwas tropfenförmig runter. Ja, zu tief reingestochen, muss da was mal wieder reinkommen. So. Ist eigentlich egal, wenn da ein bisschen Schwarz reinkommt. Das gibt vielleicht auch noch ein bisschen einen Effekt rein. Zu viel natürlich auch nicht. So. Und jetzt lassen wir das Ganze mal nach unten laufen. Okay. Ich kurz mal erhitzen, damit das Silikon auch seine Wirkung zeigt. Okay, mein Brenner ist auch Vollgas. Aber nicht so schlecht. Was mich jetzt etwas stört, dass es hier in diesem Link von mir aus links gesehen etwas zu wenig runtergelaufen ist. Aber weiterhin eine Tropfenformmäßig. Okay. Lass ich noch mal ein bisschen hochlaufen wieder. Mal sehen, was sich dann tut. Also ich hoffe, ihr habt es gut im Bild. Also so in der Art stelle ich mir das vor. Also ihr müsst es gar nicht so weit laufen lassen. Ich möchte es auch nicht bis ganz runter an die Kanten laufen lassen. Okay, am besten, ich denke mal, das nächste Mal gleich etwas erhitzen und dann praktisch, ja, ich möchte eigentlich nicht unbedingt noch was verändern. Ja, komm, ist zu Testzwecken. Ich lasse es noch mal hochlaufen. Ja, dann kommen wir nämlich langsam schon an den Punkt, wo es zusammenläuft. Aber ihr seht, es gibt neue Strukturen.
kippe es auch mal ein bisschen oder neige es mal etwas zur Seite, weil ich sonst merke, dass es zusammenläuft. Okay. Also ich denke einfach mal, das in groß und natürlich hier wahrscheinlich etwas mehr Abstand lassen zwischen diesen drei Figuren, sage ich jetzt mal. Kommt das auch besser? Das passt. Ich finde es gar nicht so schlecht, weil es gibt einen schönen Effekt. Ja, wie gesagt, ich gehe nämlich jetzt mal davon aus, wenn es jetzt sich hier noch ausbreitet, dass es wieder zusammenläuft. Ihr kennt vielleicht das Problem. Und dadurch im Prinzip mehr Abstand lassen zwischen diesen Punkten. Und dann kann man vielleicht auch schöne Muster reinmachen. Okay, ich lasse es mal vor 10 Minuten wieder einwirken. Und dann zeige ich es euch natürlich von daheim. Bis gleich. So, Freunde, jetzt mal von daheim. Ja, ihr wisst ja, das Gold und Kupfer kommt natürlich erst richtig raus, wenn es getrocknet ist. Und ich merke auch auf der Kamera, ich weiß jetzt nicht, wie es auf dem Video kommt, aber auf dem Handy kommt das Bild etwas anders drüber. Aber ihr seht eigentlich hier schon, wie es zusammenläuft. Das wird natürlich ziemlich eine enge Geschichte, ob es dann noch auseinander bleibt. Aber ich denke einfach mal, wenn man da mehr Luft dazwischen lässt, hier noch das linke, dann dürfte es eigentlich coole Effekte geben. Und bei einem größeren Bild kann man es natürlich viel mehr laufen lassen. Und da kriegt man bestimmt noch mehr Effekte raus. Okay. Das war's dann mal wieder von mir. Das war mein erstes Bild mal wieder. Ich hoffe, ihr seid wieder voll dabei. Könnt es nochmal wiederholen. Ich bin froh, dass ich wieder was machen kann und euch wieder was zeigen kann. Und wahrscheinlich könnt ihr auch wieder was lernen von mir. Dafür mache ich das ja. Neue Ideen, neue Inspirationen. Dann wünsche ich euch was. Schreibt mir, wie es euch gefallen hat. Und ich beantworte auch wieder meine Kommentare. Ich habe jetzt wieder Zeit. Sorry nochmal auch, dass ich nicht so spontan reagiert habe. Aber ich war wirklich im Umzugsstress. Okay, dann macht's gut. Bis dann. Tschüss.